Recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, und zwar ist es das Spiel Stellaris. Ja, ich habe schon eine Rasse vorbereitet, wie man hier sieht. Kontinentale Welt sind wir, und ja, die Azara sind's, die eine Abspaltung der Menschen sind, und ja, das korrupte Imperium war das Problem. Da sind die dann irgendwann geflohen mit einem Raumschiff und haben oder versuchen dann eine neue Kolonie zu gründen, und das ist das Background-Wissen von diesem Volk so ein bisschen sozusagen, ne? Und ja, das ist eine direkte Demokratie, sind die. Individualistisch ist klar, das hat man erkannt, dass man gemeinsam was machen muss, um dass man vorankommt, aber eigentlich sollte das Individuum halt im Vorrang sein. Ja, fanatisch-Materialisten, das haben sie dann gelernt, weil sie halt, ne, mit dem Raumschiff abhauen mussten, feststellen mussten, dass sie das halt nicht anders überleben werden. Ja, humanoid habe ich ausgewählt. Hier sieht man es ja, das Logo. Auch die Dame da oben sieht ja so aus. Hier ist noch ein bisschen was anderes an Uniform. Ja, das sind Abweichler, ne, ist klar, weil die sind rebellisch im Endeffekt gewesen. Die haben dann den Malus hier. Nomadisch sind sie, mussten weg. Deswegen nomadisch, zielsuchend, erstmal irgendwo unterzukommen. Schnelle Lerner haben sie gemacht, einfach aus dem Grunde, weil irgendwie mussten sie ja wieder vorankommen. Anpassungsfähig sind sie dadurch auch, weil sie wissen ja nicht, wo sie hin sollen. Und ja, irgendwo muss man noch einen Malus haben, und der ist dann in diesem Fall schwach. Gut, das ist es. Rote Laser haben wir hier noch. Ja, Warp-Antrieb, alles andere, anderen beiden Antriebe, die es hier auch gibt, sind einmal Wurmlöcher, und das andere sind, glaube ich, Sprungtore. Und dafür müssten sie ja irgendwie was von irgendwem anders nutzen oder sowas. Das wollte ich nicht. Ich wollte, dass der Warp-Antrieb, das ist halt jederzeit überall möglich, aber leider langsamer. Gut, und das ist das Raumschiff-Design, was dazugehört. Ja, dann gucken wir mal weiter mit den Einstellungen. Galaxiegröße ist Mittel, 600 Sterne sind das. Elliptischer Typ lassen wir mal so. KI-Reiche sind 13. Ja. Welche mit Startvorteil? 4 davon. Gefallene Reiche sind 2. Bewohnbare Welten, alle sind bewohnbar. KI-Aggressivität ist normal. Schwierigkeit ist auch normal. Gestattete Überlebensmethode. Nein, ausgewählt werden kann. Ist, ja, beliebig. Nachbarschaftsstaat ist an. Fortschritte, die Nachbarn sind auch an. Endgame-Krisen gibt's ihren. Iron Man Modus ist aus, geht halt relativ schlecht, wenn man aufnimmt. Kennt ihr von anderen Spielen her. Gut, ich glaube, das können wir dann schon so lassen. Und dann spielen wir mal. Gucken, was dabei rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Ja, Tutorial lassen wir an. Ich habe es noch nicht groß gespielt, noch keine Zeit dazu gefunden gehabt, aber jetzt habe ich doch richtig Lust drauf, nachdem Factorio auch aus ist. Und das ist halt der Nachfolger dafür. Ja, kann man alles lesen hier. Ausgebreitet, das ist klar hier. Kurze Geschichte darüber. Hier sieht man noch die Eigenschaften, die sie halt haben, und die Ethik etc. und so fort. Glückwunsch, also, ja, beginnen. Greetings, Chancellor. I am Veer, a prototype synthetic intelligence developed by the finest minds of our Okay, civilization. der erzählt ziemlich viel, alles auf Englisch. Ich mache jetzt, ich will Excellency, alles wissen, das ist gut. you Ich will have muss my full wahrscheinlich dann den Herrn hier mal noch etwas leiser stellen. Building a star Gut, empire can Tutorial be a difficult erkunden. task. To help get things started, I will provide conceptual Situationsprotokoll assurance on the aktivieren. basic steps necessary to establish ourselves as a Ja, successful müssen wir mal interstellar gucken, power. ne? Was sagt er uns? Outliner, Planet, jetzt sind wir zu schnell reingezoomt, aber hier sehen wir unseren Planeten, das ist Ass. Im Rhaetera-System sind wir, der Planet heißt Ass. Wir haben hier Militärmacht, also Flotte. Warte mal, ich muss jetzt noch hier hoch, da sieht man drei kleine Schiffe. Das hier ist Raumstation. Raumhafen, vielmehr nicht Station, da kann man was bauen. Hier haben wir
Forschungsschiff. Das sollten wir gucken, dass das von alleine dann die Galaxie erforscht. Und hier links hatten wir noch Konstruktionsschiff. Ja, die können Space Stations machen. Gut, hier oben haben wir eine schöne Anzeige. Ja. Forschungsschiff. Ich denke, das machen wir jetzt als erstes, dass wir das durch die Gegend schicken, ne? Hier könnte man es auflösen, hier erkunden. Irgendwo war auch, dass es von selber die Galaxie erkundet, ne? Ausweichend ist schon mal gut. Erforschen. Anomalie. Ja. System erkunden machen wir mal. Da geht's. Rechtsklick war's. Ja, das fliegt jetzt von überall nach überall und erforscht das ganze System. Wir machen mal hier. Normale Geschwindigkeit ist jetzt gerade an. Wir machen mal langsamer, weil es am Anfang noch ist, damit wir das noch weitermachen. Ja, Ressourcen, System erkunden und bewohnbar schaut es danach. Gut, das fliegt jetzt schon mal durch die Gegend rum. Was haben wir hier für Sachen? Forschung. Physik, Sozial und Ingenieur können wir da machen. Orbitalenergieumwandlung, Solarkollektornetzwerk, Industrie bringt das, der blaue Laser, ja, ich glaube, wir brauchen Energie. Hier bei Soziales, Kolonieschiff ist natürlich nicht schlecht. Wachstumsdauer, ich nehme da auch mal das Kolonieschiff ganz einfach. Ob das richtig oder falsch ist, ist jetzt eher egal erstmal. Schadensbonus Armee plus 5, Feldproduktion Mineralien plus 5, das ist Ingenieurswesen hier. Triebwerke, Ionentriebwerke, Fracking. Schadensbonus. Ich bin für die Triebwerke. So, das läuft erstmal. Dann sind wir da schon mal durch. Warpflug. Ein Warpantrieb, ja. Ah, der erzählt zu viel. Das ist das Problem. Ich glaube, den muss ich mal ausstellen noch, ne? Neue Weltenprotokoll, Kolonieschimmer. Konstruktionsschiff haben wir hier. Nehmen wir mal nur das Konstruktionsschiff. Und ja, hat er schon was entdeckt? Ich glaube noch nicht, ne? Ich glaube aber, dass wir mal da in die Richtung erstmal mit dem fliegen, weil da vielleicht gleich was zu finden wäre oder so, ne? Da können wir mal rein. Achso, wir sind ja. Ach, warte mal. Wir haben ja hier unsere Welt. Ne, dann lass ihn mal da. Ja. Oberfläche, wie sieht's da aus? Also hier sieht man was. Da kann man nichts machen, ne? Aber die Felder haben hier unten schon eine Möglichkeit, ne? Hier sind freie Felder, da können wir noch was reinbauen in dem Sinne. Ja, ich denke mal, wir müssen gucken, dass wir gehen wir nochmal in der Übersicht erstmal rein, was wir hier alles so haben. Energiecredits, Mineralien, Nahrung, Physikforschung, Sozialforschung und Ingenieurforschung. Alles steht auf 1, das ist auf 7, Bewohnbarkeit 100%, kontinentale Welt ist es, 7 Bewohner haben wir hier, von 12 möglichen. Nahrungsüberschuss haben wir und Planetengröße ist 18. Ja, das ist die
Gouverneur Xu Zitu, der hat dieses noch dazu, oder ne? Ja, hier können wir dann definitiv noch was bauen. Wir fangen mal hier mit an, weil hier haben wir ja schon mal Mineralien, die wir abbauen sollten. Wie viel haben wir denn da oben? 238 plus 9 zurzeit. Das wäre ein Mineralsilo. Ja, das wäre da jetzt vielleicht nicht so sinnig, sondern eher das, ne? Und das bauen wir da mal. Geländedetails, ja, lassen wir erstmal so. Und das war das Konstruktionsschiff. Hat denn unser, wie heißt er? Der ist schon weitergeflogen, ne? Der ist schon hier unten. Ah, da ist was gefunden worden. Auch Mineralien. Welt, eine heiße Welt hier, glüht, vier Ressourcen kann man da abbauen. Schmolzende Welt ist das. Bewohnbarkeit zurzeit 0%. Ja. Das bedeutet, es ist. Nee, das war es nicht. Wo habe ich das denn hingeschickt jetzt schon? Ist es das? Nein. Das ist das Konstruktionsschiff. Und da eine Bergbaustation bauen. Er fliegt noch weiter, hat da wohl nichts entdeckt. Da steht schon mal auf jeden Fall ein Auftrag. Ja. Ja, da sehen wir unsere Regierung, unser Herrscher. Tja, Flottenkapazität 13, Erlasskosten, ne? Ein Anführer hat neue Stufe erreicht. Wissenschaftler. Kann ich da irgendwo gehe zu? Ach so, das ist da passiert, auf dem Forschungsschiff. Auf dem Forschungsschiff, genau. Okay, ist immer noch am Forschen. Ja, Einnahmen-Ausgaben haben wir hier, Wirtschaftseffekte. Unterhaltskosten, Baukosten sind wir ja besser dran. Ne? Demografie, Bevölkerung sehen wir da. So, gut. Ja, der Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Tja. Und das ist leer und steht okay, da weiß ich noch gar nicht, was hier ist. Ist das jetzt noch am Arbeiten? Ja, das fliegt noch dahin, ne? Oder baut schon? Ne, es baut. Okay. Ja, mit denen. Anomalie ist gefunden worden, die kann man dann auch erforschen. Aber hat kein Fehlschlagsrisiko. Okay, dann sollten wir es auch erforschen. Warum nicht, ne, wenn es kein Risiko gibt. Das sind unsere Flotten. Damit sollten wir vielleicht schauen, dass wir irgendwo. Es gibt ja viele Ausgänge hier noch, wie ihr seht, aus dem System raus. Und ich fange mal ganz oben an. Die sollen mal dahin fliegen und sich da was angucken. Gut. Dann haben wir das auch schon befehligt. Der ist noch am Forschen. Kontakte hat nur noch keiner. Gucken wir da mal gerade rein. Okay, das sind nicht so Sachen, die wir jetzt angucken wollen. Credits, das wächst alles. Ist alles mehr. Tja.
So, da können wir noch was bauen, ne? Ne, da ist das die Übersicht. Oder? Kampfstatistik ist nix. Das ist die Verteidigung. Raumhafenmodule haben wir nicht. Keine Schiffe im Orbit. So. Generiertes automatisches Design ist das. Ich glaube, gucken wir, dass wir das noch bauen, ne? Eine Korvette. Die wird jetzt gebaut. Gut. So. Diplomatiekartenmodus haben wir hier. Meinungskartenmodus. Okay. Jetzt haben wir hier das geschafft. Geheimnisse vor unserer Türschwelle. Okay. Wir sind beobachtet worden, aber warum nur? Okay. Können wir auch nicht ändern, ne? Nein, können wir schon ändern, aber. Gut. So, die bauen wir ab. Das ist die Bergbaustation. Und das ist Konstruktionsschiff. So, das fliegt mal hier hin. Und das ist ein Gasriese, Nexcon. Bergbaustation, ja. Gut. So. Na, Suche, Multiplayer-Shot haben wir nicht. Was ist das? Kontaktberichte, Überreste? Alien-Überreste, wo sind die denn gewesen, dass die da gefunden worden sind? Wohl nicht hier, oder? Wohl in dem System, oder wie sehe ich das? Ein Gebäude wurde abgeschlossen. Hier sind unsere Truppen jetzt hier. In dem System ist jetzt hier irgendwie nicht viel zu finden erstmal, ne? Also schon was zu finden, klar, aber ich glaube, wir nehmen mal den Weg dann. So, dann können wir schon wieder was machen, oder wie? Ja, das ist fertig geworden. Was steht denn da? Ach, uns fehlt dann Bewohner. Okay. Das würde bedeuten, wir brauchen mehr Bewohner. Können wir denn da... Das wäre jetzt... Gut, verarbeitet wird. Das wäre für ein PCR-Forschungslabor. Was ist da also schnell am Blinken? Also, weil das fertig ist, oder was, ne? Konstruktionsschiff, Forschungsschiff. Ich glaube, wir könnten vielleicht noch ein zweites Forschungsschiff mal bauen. Bevölkerung. Second Strike Force, okay. Das ist die Bergbaustation. Achso, hier ist der Dingens. Außenposten bauen. Dies müssen wir dann da machen, ne? So, das haben wir ausgewählt. Ich würde jetzt gerne die da bauen. Da ist es. In Orbit einfliegen. Machen wir das doch mal, ne? Oder? Wir
Jetzt müssen wir nur gucken, wo ist unser Schiff geblieben? Das ist da irgendwo, ne? Okay, die Korvette, die fliegt dahin, dass das wieder eine Einheit wird. Oder wie sehe ich das? Ist wohl so. Kein Anführer zugeteilt. Okay, jetzt ist eine Einheit geworden. Aber wir haben auch keinen, oder? Rekrutieren wir doch mal ein. Macht vielleicht Sinn. Alt und Jung haben wir hier. Was haben wir hier für Eigenschaften? Aufklärer. Sensorreichweite. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Robust ist okay auch. Aber ich denke mal, der Erste, der ist es. Gut. Achso, zuteilen müssen wir den dann noch, ne? Kommt in 9 Tagen. Gut, und dann... Ah, nee. Ach doch, die sind jetzt tatsächlich schon weg, oder was? Krass, oder? Gut. Ah, da ist jetzt auch schon geforscht. Energiecredits gibt's da auch. Was haben wir da jetzt? In Orbit eingeflogen, ne? Ja. Jetzt können wir die Werkstation da bauen. Machen wir auch mal. Gut, ich sehe schon, die Zeit läuft voran in dem Spiel, merkt man gar nicht. Ja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank erstmal für das Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann, tschüss.